Generation Z. Generation Z ist im Arbeitsmarkt angekommen. Das lässt sich nicht mehr ändern. Das ist eine Tatsache. Die Frage ist einfach, wie gehen wir mit der Generation Z optimal um? Wir werden jetzt einen harten Fight erleben. Und zwar einen Fight mit Argumenten, heftig austauscht und kraftvoll von zwei Schwergewichten, die jetzt hier in den Ring hineinsteigen. Wir haben in der blauen Ecke Christine Böckelmann. Sie ist eine, die die Generation Z auch lobt. Das heisst, für sie ist das ganz okay, dass die Generation sich so verhält, wie sie ist. Sie ist der Meinung, sie macht sehr vieles richtig. Sie hält die Generation Z für hochreflektiert und nützlich. Und sie sieht Anpassungsbedarf nicht bei der Generation Z nur, sondern vielleicht auch bei der Wirtschaft und bei den Betrieben. Aus den roten Ecken heraus kämpft der Hartwin Maas. Er ist ein Kritiker von der Generation Z. Er sagt, die Haltung geht gar nicht. Die Generation die ist zu verwöhnt und sie ist am Schluss arbeitsunfähig. Als Ringrichter darf ich amten und wir haben zusammen folgende Regeln abgemacht. Erstens mal, dass wir in Hochdeutsch sprechen, da Hartwin Maas aus dem grossen Kanton kommt. Der Kampf geht über drei Runden. Eine Runde dauert 6 Minuten. Beide haben pro Runde 3 Minuten Zeit für ihre Treffer. Beide dürfen eine Brille tragen. Schläge unter die Gürtellinie sind nicht erlaubt. Bei K.O. ist der Schlagabtausch vorüber. Das würde ich dann als Ringrichter entscheiden. Ansonsten entscheidet das Publikum am Ende des Kampfes, wer den Kampf gewonnen hat. Und das mittels Saalvoting über Mentimeter. Das heisst, die Zuschauer, das seid ihr, die halten das Smartvote bereit, damit wir dann per QR-Code, der eingeblendet wird, in das Mentimeter kommen. Es scannen den Code alle vom Sitzplatz aus, es kommt keiner auf die Bühne, um zu scannen. Und es sind alle, nicht nur die Mitglieder des KGL, es sind alle stimmberechtigt. Und jetzt bitte ich, die Musik einzublenden und die Kämpfer auf die Bühne zu kommen. Also, die erste Runde, die hat das Thema, was zeichnet die Generation Z aus? Wie ist sie so geworden, wie sie ist? Ist sie zu verwöhnt und arbeitsunfähig? Position rote Ecke. Oder hochreflektiert und nützlich blaue Ecke? Christine Böckelmann beginnt die erste Runde und das ist jetzt. Also, ich starte gerne mit 2 Disclaimer. Der erste ist, es gibt gar keine Generation Z. Die Unterschiede innerhalb der Generation sind nämlich so groß, je nach soziokulturellem Hintergrund, dass es sich nicht lohnt, einheitlich darüber zu sprechen. Disclaimer 2, jedes Klagen über die Generation Z finde ich nicht legitim. Wir alle haben die Welt geschaffen, in die hinein sie geboren, sozialisiert wurden. Die Verantwortung liegt ein ganzes Stück bei uns. Ich gehe weiter, oder? Ja, kann. Der Hartwin kann eingreifen. Gut. Du hast einfach deine 3 Minuten. Es läuft aber immer weiter. Ja, das läuft jetzt weiter. Ach so, gut, dann mache ich weiter. Vielleicht 3 Merkmale. Das sind Digital Natives, die sind ganz viele sehr überflutet mit sehr, sehr vielen Geschichten, durch das, dass sie ganz viel online sind. Dadurch haben wir eine Generation, die sehr viele Befürchtungen hat, die sehr viel mit Katastrophen, Ängsten konfrontiert ist. Das ist schwierig, mit diesen Ängsten müssen wir umgehen. Das Zweite ist,
ist eine Generation, die es häufig schwer hat, sich zu entscheiden. Heute ist so viel möglich, wenn ich jung bin. Man kann so viel tun, dass die Anforderung, sich entscheiden zu müssen, wirklich hoch ist. Und wenn man dann auch noch ein bisschen ängstlich ist, dann wird es noch schwieriger. Und die dritte Geschichte ist auch, wenn man sich gewohnt ist, ganz viel zu posten und permanent darauf angewiesen ist, dann auch positive Likes zu bekommen, dann lernt man einfach schlecht, auch einmal etwas zu tun, ohne gleich eine Bestätigung zu bekommen. Das heißt, es ist eine Generation, wo wir alle, ich denke, noch ein bisschen nachbilden müssen, was die Frustrationstoleranz anbetrifft, auch mal etwas zu tun, ohne direkt eine Bestätigung zu erhalten. Das ist eine Anforderung. Aber ich sag's noch mal, wir haben diese Generation erzogen. Wir haben die Gesellschaft geschaffen, in der sie groß geworden sind. Wir haben hier auch eine Verantwortung. Sorry, ich übernehme trotz. Nee, jetzt wechselt es. Sobald du sprichst, geht bei dir die Zeit runter. Also um das nachzuvollziehen, müssen wir mal drei Dinge anschauen, drei Nova, die in den letzten 20 Jahren auch so passiert sind, um die junge Generation tatsächlich besser verstehen zu können. Das ist einmal die Digitalisierung, die haben wir jetzt seit 30 Jahren. Und da muss ein Bewusstsein, bin ich eher analog geprägt aufgewachsen oder bin ich digital geprägt aufgewachsen. Da stellen wir tatsächlich andere Verhaltensmuster und andere Denkmuster dar. Das heißt praktisch, wenn das Smartphone mein wichtigstes Teil im Leben ist, wenn die Digitalisierung, 4 bis 6 Stunden sind die jungen Menschen teilweise im Internet, hauptsächlich auf Social Media, und das ist ein wichtiger Teil, fange ich auch an, anders zu denken. Das heißt gerade das Fear of Missing Out zum Beispiel, die Angst zu haben, ich könnte etwas verpassen, insbesondere auf Social Media, wo uns die Flut eben einprasselt. Gerade bei jungen Menschen, die in der Orientierungsphase damit konfrontiert wurden, ist es natürlich ein erhebliches Teil, was auch das Verhalten dementsprechend ändert. Der zweite Punkt ist natürlich die Übersättigung. Wir haben eine unglaubliche Flut, hatten wir gesehen, jetzt auch in den Studienmöglichkeiten, sogar in Luzern. Viele Auswahlmöglichkeiten, viele Optionen. Damals, als vielleicht die Babyboomer in den Arbeitsmarkt gingen, gab es wenig Auswahl. Und man hat gerade aus dem Mangel an Optionen die Kraft geschöpft. Jetzt sprechen wir von unglaublich viel Optionen. Und ein Vieles macht mich nicht unbedingt glücklicher. Ein Mehr macht mich nicht glücklicher, ein Weniger macht mich sofort unzufrieden. Man ist trainiert, sämtliche Optionen zur Verfügung zu haben. Wir schauen, auch der Arbeitsmarkt hat sich sehr stark geändert, vom klassischen Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt. Ich kann es mir aussuchen. Loyalität ist dadurch gesunken. Das heißt, ich wechsle, wenn es mir hier eben nicht gefällt. Dementsprechend bin ich da auch ein Stück weit übersättigt. Und das sehen wir auch in der Konsumhaltung. Es gab noch nie so viel wie jetzt. Uns ging es noch nie so gut wie jetzt. Es war statistisch gesehen noch nie so sicher wie jetzt und trotzdem sind wir ziemlich unzufrieden. Und insbesondere die junge Generation wächst da auf und letztendlich ist es dann damit auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und der dritte Punkt ist tatsächlich die Demografie, die wir sehen. Ja, und da schon angesprochen, Arbeitnehmermarkt haben wir mittlerweile, wir können es uns aussuchen. Man spricht auch von Fear of Better Option oder Best Option. Das heißt, ist es tatsächlich die richtige Arbeit? Ist es tatsächlich das richtige Unternehmen für die Zukunft meines Lebens, das ich ausgesucht habe? Also gerade bei jungen Leuten ist ständiger Zweifel, ist es tatsächlich die richtige Position? Weil es gibt ja so viele andere Optionen, die ich da hätte auch wählen können, die vielleicht besser gewesen wären für die Zukunft meines Lebens. Also da sieht man schon, was natürlich auch dahin führt, eine gewisse Hilflosigkeit, was man da feststellt, und eine gewisse Entscheidungshilfe, die benötigt wird. Nur wer hilft mir da im Endeffekt? Und da kommen an erster Stelle die Eltern. Und das ist da eben entscheidend, wo wir sehen in den meisten OECD-Ländern, dass die Erziehungszeit für die Kinder extrem zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Gut, du hast noch 42 Sekunden, Christine, um nochmals deine Position zu schärfen. Ich glaube, dass dieses Bild der Generation Z, das stimmt so im Durchschnitt. Dieses Bild ist aber auch ganz, ganz stark geprägt von städtischen Jugendlichen in diesem Umfeld. Und wir haben ganz sicher in der Zentralschweiz und auch in anderen Kontexten haben wir Jugendliche, auf die das nur beschränkt zutrifft. Und eine andere Thematik ist, diese Jugendlichen, die suchen auch nach Sinn. Die ganze Frage der Sinnhaftigkeit ist ein ganz existenzielles Thema für diese Generation. Sinn schöpft man nicht mehr dadurch, weil man etwas bisher immer so gemacht hat, sondern der Sinn muss sich im Tun ergeben.
Sehr gut. Also, Runde 1 vorüber. Runde 2 hat folgendes Thema. Einerseits die Generation Z im Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft. Welche Effekte auf die Wirtschaft, auf den Arbeitsmarkt hat sie? Welche Auswirkungen auf die Konkurrenz- und Innovationsfähigkeit der Betriebe hat sie? Und was bedeutet die Generation für die Wirtschaft und die Gesellschaft in Bezug auf Lebensqualität, Wohlstand und Nachhaltigkeit? Die zweite Runde beginnt der Hartwin. Also wenn wir insbesondere die Arbeitswelt anschauen, sehen wir bei den jungen Menschen, so hoch war die Fluktuation noch nie und so hoch war die Krankenquote noch nie. Und da müssen wir fragen, warum ist das eigentlich so im Vergleich zu den vorherigen jungen Generationen? Und da kommt man vielleicht schnell zu dem Vorurteil, ja, die Jungen, die sind alle faul. Ja, die wollen gar nicht arbeiten, so wie auch dargestellt in dem Bild. Das müssen wir aber genauer betrachten, etwas auseinandernehmen. Auch in unseren Umfragen kam tatsächlich heraus, und wir wollten das Klischee auch bewusst mal so darstellen, ja, die junge Generation ist weniger leistungsfähig als die ältere Generation. Über 70% der Gesellschaft stimmt dem zu. Und wenn man auch die junge Generation fragt, stimmt da auch jeder Zweite zu, dass die Ältere leistungsfähiger sind als die Jüngeren. Es ist ja interessant, aber wenn ich das ständig höre, ja, die Jungen sind faul, die sogenannten Couch-Potatoes, die leisten nicht mehr so viel, auch schon angekündigt, ja, leider können wir nichts mehr dagegen tun, ja, irgendwann nehme ich das dann auch an. Selbsterfüllende Prophezeiung haben wir hier. Das ist natürlich dann ein Problem, wenn ich als Vorgesetzter sage, ja, so habe ich es mir nicht vorgestellt, wie ihr das abliefert, und der sagt, ja, ihr wisst doch, wir sind nicht so leistungsfähig wie ihr. Also müssen wir da andersrum gehen, und wir haben das dann mal weiter untersucht in sogenannten Fokusgruppen, wo wir angestellt haben, was sind denn die wichtigen Faktoren der Arbeit? Angenehmes Arbeitsklima wurde heute schon genannt. Dann das Thema Weiterbildung, Sicherheit etc. Und wenn man die Faktoren anschaut, sehen wir, dass es da gar keinen Generationeneffekt gibt. In der quantitativen Erhebung wurde tatsächlich festgestellt, dass es da keinen Unterschied gibt. Allerdings, wir sind dann noch tiefer gegangen, haben eine Validierungsstudie gemacht, das qualitativ erhoben und dann gefragt, was verstehst du denn unter einem angenehmen Arbeitsklima? Und da gibt es sehr wohl Unterschiede. Bei den Jungen war das ja, ich möchte wertgeschätzt werden, kumuliert auf Augenhöhe wahrgenommen werden, und wenn es dann mal schwierig wird, soll dann das ganze Team zur Seite stehen und mich unterstützen. Die Älteren haben wir das Gleiche gefragt. Da kam dann eher, ja, dass ich die richtigen, wichtigen Informationen von meinem Vorgesetzten rechtzeitig bekomme, dass nicht hinter meinem Rücken gelästert wird, wenn ich mal nicht da bin, und dass man vielleicht am Feierabend noch was zusammen macht. Also eher kollektiv und bei den Jüngeren eher egozentrisch, wenn man das so zusammenfasst. Das haben wir wieder gegenübergestellt, die jeweiligen Antworten. Da kam gleich von den Älteren, ja klar, wenn es schwieriger wird, muss sofort das ganze Team herhalten. Typisch Generation Z. Bei den Jüngeren war das ganz interessant. Die sagen, was habt ihr eigentlich für eine Vorstellung von Arbeit, wenn ich nicht da bin, dass hinter meinen Rücken gelästert bin? Das möchte ich eigentlich gar nicht. Und natürlich möchte ich die wichtigen, richtigen Informationen haben, sonst kann ich ja gar nicht vernünftig arbeiten. Also sehen wir hier den großen Unterschied in der Definition der Werte an sich, in der Definition zur Arbeit, in der Haltung zur Arbeit an sich. Und da sehen wir mittlerweile, hat Freizeit ungefähr einen gleichen Stellenwert wie Arbeit. Und wir sehen auch in diesem Kontext, insbesondere in der Arbeit, dass man teilweise mit einem Minusgedanken herkommt. Ich hatte angesprochen, Krankheitsquote ist relativ hoch, im Durchschnitt 16 Tage, je nachdem, welches Forum man fragt. Christine? Ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ich wollte durch die Glocke. Die Generation Z, wie wir sie nennen, ob es sie gibt oder nicht, die ist eigentlich an einem enorm hohen Leistungsdruck ausgesetzt. Wenn ich ganz viel mich auf Social Media bewege, dann sehe ich dort ganz viele tolle, erfolgreiche Menschen, schöne Menschen oder so. Das gibt das permanente Vergleichen. Es gibt einen enorm hohen Leistungsdruck auf diese jungen Leute. Weil was man ja irgendwie mitbedenken muss, die sind in einem entwicklungspsychologischen Stadium, wo die eigene Identität noch nicht sehr gefestigt sind, die heutige Generation Z. Und da spielt die Frage, wie ich mein Selbstbewusstsein aufbauen kann, wie sicher ich mir eigentlich dessen bin, was ich kann und was für mich wichtig ist, ist eine ganz zentrale Frage. Und wenn ich mich in dieser sensiblen Phase ganz viel vergleiche mit ganz tollen Menschen, die man da überall auf Social Media trifft, dann erzeugt das einen riesigen Stress. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Grund, warum es diesen jungen Menschen zum Teil wirklich nicht gut geht. Und da brauchen sie zum Teil wirklich auch direkte Bestätigung im Dialog. Das zweite Thema, das ich finde, gehört dazu.
Ich denke nicht, dass die junge Generation, die Generation Z, weniger arbeitsam ist oder pflichtbewusst. Aber was die Generation hat, ist, sie machen nicht einfach etwas, ich habe schon gesagt, weil man es tut, sondern die Dinge, die getan werden sollen, die müssen Sinn machen. Und wenn sie keinen Sinn machen für sie, dann machen sie es auch nicht. Oder die ganze Werteerosion, die wir haben, oder man könnte auch sagen, die multiplen Werte, die heute in ganz verschiedenen Bevölkerungsgruppen gelten, die sind eigentlich nicht mehr die Leitsterne für die Jungen. Es gibt so, so viel Verschiedenes, wo man sich daran ausrichten muss. Und das heißt, ich suche mir meinen Sinn. Und wenn das nicht gelingt, dann gibt's auch wenig Antrieb, etwas zu tun. Sehen wir übrigens auch an der Hochschule. Man kommt nicht mehr in die Lehrveranstaltung, weil man muss oder man das tut, sondern das muss sich schon lohnen, damit man kommt. Und wenn da nur irgendwas heruntergebetet wird und es keinen Praxisbezug hat und man nichts wirklich mitnehmen kann, wenn man es auch selber zu Hause lesen kann, dann kommen sie nicht. Oder? Und das heißt, wir sind dort gefordert, uns nämlich zu überlegen, was spiegeln die uns eigentlich bezüglich Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun. Und das ist der Grund, warum ich denke, sie sind ganz hilfreich, weil wir uns nämlich fragen müssen, wie sinnhaft sind manche Dinge, die wir tun. Wenn uns diese Generation sagt, also für mich macht das keinen Sinn. Sehr gut. Komm. Dritte und letzte Runde. Wir legen den Fokus jetzt auf die Betriebe. Es soll darum gehen, wie gehe ich als Lehrmeister, als Berufsbildnerin, Arbeitgeber am besten mit dieser Generation um? Müssen sich die Betriebe, muss sich die Wirtschaft ihnen anpassen? Oder umgekehrt, kann sich diese Generation überhaupt verändern? Und was ist im Hinblick schon auf die nächste Generation, die Generation Alpha, zu tun als Betrieb? Also der Fokus wirklich auf die Betriebe, auf die Lehrbetriebe, auf die Berufsbildner. Was ist da zu tun? Beginnen wird die Christine. Also ich denke, die Frage ist falsch gestellt, diejenige nach der Anpassung. Bitte. Es ist nämlich eine Frage des Umgangs mit Diversität. Diversität von Menschen in unterschiedlichem Alter, in unterschiedlichen Generationen. Wir alle sind in einen Kontext hineingeboren worden, der uns als Menschen geprägt hat. Ich hatte Eltern, die hatten eine Kriegsjugend in Deutschland. Da hat man, bekommt man als Kind einen anderen Arbeitsethos mit, wie wenn man hier gut situiert aufwächst und eigentlich alles bekommen kann. Und jede Generation und jeder Mensch hat einen anderen Kontext und es geht einfach darum, sich dessen bewusst zu sein und mit dieser Diversität im Unternehmen etwas anzufangen. Wir haben heute gehört, dass die Begegnungen, die Gespräche, das soziale Eingebundensein für die Bindung der Arbeitnehmer ganz wichtig ist. Ich glaube, es lohnt sich halt auch, über die unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt, auf die Arbeit im Betrieb zu sprechen. Das ist das Erste. Einen aktiven Generationendialog zu betreiben. Was in diesem Zusammenhang wichtig ist, ist aktiv Teamarbeit zu fördern. Also möglichst nicht solches Einzelkämpfertum, sondern die Möglichkeit bieten, gemeinsam Ziele zu verfolgen, gemeinsam Ziele zu erreichen, gemeinsam Erfolge zu haben. Das ist wichtig. Und dann braucht es, glaube ich, tatsächlich halt in dem Alter noch ein kleines Stück Nachsozialisation, weil diese Generation schon sehr verunsichert ist, im Sinn von schrittweise dazu führen, dass man auch selber feststellen kann, dass man eine Arbeit jetzt gut gemacht hat und nicht permanent die Bestätigung dafür braucht. Das muss man ein bisschen antrainieren, aber ich denke, dass Lehrmeister, Vorgesetzte das auch sehr gut können. Und ich glaube, einfach ein bisschen immer bewusst sein, was ist das eine, in welche Welt sind die hineingeboren und was bringen die so als Rucksack mit? Das scheint mir das Wichtigste. Und nutzen Sie die Digital Natives. Die Generation Z kann den Unternehmen auch sagen, wo steckt die Innovation? Sie sind die Kunden von morgen, es sind die Arbeitnehmer von morgen. Man kann das nutzen. Oder das sind
ihre Kunden, ihre Klienten der Zukunft, und das kann man aktiv einbeziehen im Sinne von sich zu überlegen, was heißt es denn, wenn die die Gesellschaft dominieren, was möchten die denn von meinem Unternehmen, was ist dann wichtig? Ja, als Unternehmer ist es natürlich schwer, immer den Sinn jeden Einzelnen herauszukriegen. Und wenn der Sinn dann plötzlich um 15 Uhr vorbei ist, weil die Schlüssel gefallen werden, dann ist es natürlich schwierig. Deswegen ist es auch ganz wichtig, ein gewisses Erwartungsmanagement schon im Bewerbungsprozess zu inkludieren. Das heißt, was will derjenige, es soll jetzt kein Wunschkonzert sein, sondern was will die Person eigentlich erreichen und was kann ich überhaupt liefern? Und wichtig ist dabei, authentisch zu sein. 61% der jungen Generation gaben an, dass ihre Erwartungen, die geschürt wurden im Vorstellungsgespräch, dann während der Arbeit nicht mehr gehalten wurden. Da werden jetzt die Älteren unter Ihnen denken, ja und, ist doch klar, dass man sich besser verkauft, als man tatsächlich ist. 61%, das ist relativ hoch. Das heißt, wenn hier meine Erwartungen nicht erfüllt werden, dann gehe ich woanders hin. Das heißt, hier auch offen zu sein. Und wenn die Einarbeitung schlecht ist, dann dementsprechend das auch sagen. Ja, bei uns ist die Einarbeitung grottig, wirst du dann noch bei uns arbeiten? Dann haben Sie hier schon einen gewissen Filter. Und das ist ja wie mit der Schildkröte oder dem Goldfisch, der angezeigt wird. Soll ich den Platz wirklich besetzen mit jemandem, der es eigentlich nicht kann, oder muss ich da anders vorgehen? Das ist insbesondere, sich da auch Gedanken zu machen. Einen faulen Apfel macht den Obstkorb jetzt nicht schöner, sondern der macht den ganzen Obstkorb faul. Das ist die Tandem-Theorie. Das weiß man schon lange aus der Psychologie. Und das ist eben entscheidend, damit auch umzugehen. Also Erwartungsmanagement, klar, abklopfen. Dann haben wir noch das Thema, wir haben die Führungsmotivation untersucht, weil es auch hieß von einem größeren Unternehmen mit vielen Standorten, dass die Jungen keine Lust mehr haben auf Führen. Wir müssen immer von extern rekrutieren. Das haben wir dann dementsprechend untersucht. Dem ist nicht so, die sind sehr wohl motiviert, nur muss der Rahmen anders gestaltet sein. Jeder von Ihnen kennt es, der etwas älter ist, wie man früher zur Führungsperson geworden ist. Man ist ins kalte Wasser geschmissen worden, entweder geht man unter oder man fängt an zu schwimmen. Heutzutage möchte ich zumindest ein Ruderboot dastehen haben, dann bin ich auch viel schneller auf der anderen Seite. Ja, und zu Recht. Also die Faktoren waren tatsächlich, ich möchte geschult werden in Führung, intensiv. Ich möchte geschult werden in Konflikte, weil ich komme aus einem Helikopterhelternhaus. Ich bin es nicht gewohnt, mit Konflikten umzugehen. Ich bin eher gewohnt, Konflikte zu umgehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt ist, authentisch damit umzugehen und dann auch Feedback. Wie gebe ich tatsächlich richtig Feedback? Und als souveräne Führungskraft muss ich dementsprechend auch kritisches Feedback ausüben. Nur muss ich das heutzutage anders verpacken. Nicht bei jedem, aber bei einigen, die eben aus dem entsprechenden Elternhaus kommen. Und glauben Sie mir, die Extremerziehungsstile nehmen zu in unserer Gesellschaft. Helikoptereltern, Rasenmähereltern, aber auch die Kinder, die Grenzen, ohne Grenzen los aufwachsen, also praktisch auch die Verwahrlosung, nehmen tatsächlich zu. Das kommt auf Sie zu im Unternehmen. Das heißt, jetzt auch Verantwortung müssen Sie übernehmen. Das heißt, auch einen gewissen Erziehungsauftrag müssen Sie unternehmen. Das heißt nicht, dass Sie die Kinder adoptieren müssen, das auf keinen Fall. Aber zumindest einen gewissen Auftrag übernehmen, dass Sie nicht die Kompetenzen vorfinden, die Sie wahrscheinlich vorfinden wollen. Gut, Christine, du hast noch 14 Sekunden für eine schöne rechte Gerade. Mir ist das ein bisschen zu viel, was die Unternehmer alles tun sollen. Ich würde Ihnen wirklich stark raten, setzen Sie auch auf Teamsozialisation, setzen Sie auf Vorbild etc., sonst produziert man auch ein Stück weit eine künstliche Situation. Gut, ich darf als Ringrichter als Richtringer, als genau. Richtringer oder als Ringrichter feststellen, es wurde fair gekämpft. Es ist keine und keiner vorzeitig K.O. zu Boden gegangen. Das heißt, es gibt ein Urteil nach Punkten durch das Saalvoting. Das heißt, Sie haben jetzt bereits das Smartvote vorgenommen und Sie haben den QR-Code hier gescannt und Sie können jetzt die Umfrage ausfüllen. Gut, wir schließen ab und wir haben nach Punkten die rote Ecke, der Hartwin hat gewonnen. Gratulation. So. Knapp Resultat. Ja, bitte.